Hallöchen, liebe Bücherfreunde, und herzlich willkommen zur ersten Bücherwoche in diesem Jahr, die sich aber mit den zwei letzten Bücherwochen des Jahres noch beschäftigt. Dementsprechend halte ich auch noch so ein paar Weihnachtsbücher in der Hand, die letzten Bücher des Jahres und auch schon das erste Buch von 2022. Ja, so schnell ging 2021 irgendwie um. Jetzt ist im Grunde ja schon die erste Woche auch wieder vorbei und ich freue mich jetzt auf den Urlaub. Ja, ich habe jetzt die Woche, die folgt, Urlaub. Ich habe auch in der Woche Geburtstag und ich habe mir nicht so viel irgendwie vorgenommen. Ja, ist auch Januar. Da ist nichts mit Grillen und Party draußen, aber auf jeden Fall auf ein paar ruhige Tage. Dadurch, dass ich ja auch Weihnachten, Silvester alles durchgängig gearbeitet habe, freue ich mich jetzt auf die Woche Auszeit und möchte auf jeden Fall ein bisschen lesen, Filme schauen, habe so einige Disney-Filme auf der Watchlist. Und ja, heute sprechen wir aber erstmal über die vier Bücher, die ich gelesen bzw. gehört habe. Und ich möchte euch einen kleinen Neuzugang vorstellen, der mich an Weihnachten erreicht hat. Ihr könnt euch wahrscheinlich schon denken, von wem. Da werde ich auf jeden Fall später noch ein bisschen was dazu erzählen. Es gab auch einiges an Filmen und Serien und ja, darüber quatschen wir auch. Ich habe die Zeitstempel wieder unten in die Infobox. Schaut da gerne mit vorbei, wann das sonstige Geblubber sozusagen anfängt. Und ja, ich habe jetzt auch das Partnerprogramm umgestellt. Die Infos zu den Büchern führt euch jetzt sozusagen zu Thalia. Ich habe mich da beim Partnershop angemeldet. Also wenn ihr mich da irgendwie unterstützen wollt, geht das jetzt über Thalia, nicht mehr über Amazon. Schaut da also gerne auch in die Infobox, wenn ihr da Infos zu den Büchern irgendwie wollt. Ja, begonnen hat sozusagen die Vorweihnachtswoche mit Das Fest von Jim Grisham. Es ist mal etwas ganz anderes als seine sonstigen Justiz-Anwalts-Krimis-Thriller. Aber ja, ich habe mich darauf sehr gefreut. Dann habe ich geschenkt bekommen Jacks wundersame Reise mit dem Weihnachtsschwein von J.K. Rowling. Auch das habe ich dann um Weihnachten herum gelesen. Gehört habe ich in der Zeit Harry Potter und die Heiligtümer des Todes, ebenfalls von J.K. Rowling. Das habe ich diese ganzen zwei Wochen über mir angehört. Und das erste Buch des Jahres ist dann Das Antiquariat der Träume von Lars Simon. Ein Buch, das ich, ja, ich glaube, jetzt muss man schon sagen, vor 2 Jahren im Oktober 2020 geschenkt bekommen habe und ja, das ich jetzt eben auch mal gelesen habe. Wir starten mit dem ersten Buch und zwar Das Fest von John Grisham. Ja, John Grisham ist sonst nicht für weihnachtliche Geschichten oder gar Romane bekannt, sondern eher für seine Anwalts-, Justiz-, Thriller-, Krimis. Und ich habe vor einigen Jahren Verrückte Weihnachten mit Tim Allen und Jamie Lee Curtis gesehen. Ich gucke den auch jedes Jahr einmal an. Ich liebe diesen Film. Und habe dann eben irgendwann mal mitbekommen, oh, da gibt es ein Buch und oh, es ist von John Grisham. Und so habe ich es dieses Jahr bei Tauschticket gesehen, angefordert und dann eben auch noch in der Vorweihnachtswoche gelesen. Es geht um die Familie Crank, die wir am Flughafen treffen, als ja, sie ihre Tochter Blair, die jetzt eine Reise macht in Süden Amerikas, um dort ein Jahr zu arbeiten, also ein soziales Jahr macht, die eben ihre Tochter verabschieden. Und ja, dann macht sich Luther Crank dran und rechnet mal aus, was Weihnachten eigentlich kostet. Von der Strom für die Beleuchtung, für den Baum, für die Spenden, für die Party, für die Einladungskarten, alles wird hochgerechnet. Und der kommt da auf ein ganz schönes Sümmchen, spricht dann mit seiner Frau und sagt, Mensch, nachdem dieses Weihnachten eh anders wird, als wir uns denken, weil eben unsere Tochter nicht da ist, lass uns doch einfach eine Kreuzfahrt machen. Auch seine Frau rechnet dann alles gegen und stellt fest, oh ja, tatsächlich, da kommt eine ganze Menge zusammen. Und dann beschließen sie eben, Weihnachten dieses Jahr ausfallen zu lassen. Und mit ausfallen meinen sie wirklich alles, von der Beleuchtung über die Deko, über Spenden, über Kalenderabnahmen, Partys und so weiter. Sie wollen auch keine Wichteleien irgendwie im Freundeskreis, in der Arbeitskollegenkreis. Und ja, so ganz glücklich sind vor allem die Nachbarn nicht darüber. Denn das Haus der Cranks sieht aus, wie wenn dort irgendwie ganz merkwürdige Leute wohnen. Und es wird da auch wirklich gelästert und dann fehlt Frosty. Und ja, es kommt dann aber doch alles anders, als man denkt. Und ja, das erzählt uns hier Das Fest von John Grisham.
es war definitiv mal was anderes von Grisham. Ich mag sonst seine Anwaltsthriller gerne. Ich habe die früher sehr gerne gelesen. Ich habe auch noch einen hier auf dem Sub. Ich mag die Verfilmung. Und ich muss zugeben, Grisham hat es für mich nicht geschafft, die Charaktere in meinem Kopf zu verwandeln. Ich habe immer Tim Allen und Jamie Lee Curtis vor mir gesehen. Beschreibungstechnisch ist das hier auch sehr kurz gefasst. Und aus dem Grund sieht man dann eben auch einfach die Charaktere, die man aus dem Film kennt. Würde man den Film jetzt nicht kennen, glaube ich schon, dass man ja im Grunde Gesichter irgendwie ja im Kopf zusammenbekommt. Ich hatte jetzt wirklich den Filmcast vor Augen. Man muss auch echt sagen, dass es eine gelungene Verfilmung ist, die wirklich sehr viele lustige Szenen aus dem Buch übernommen hat, die wirklich auch den Kern der Geschichte mitnimmt und auch besonders das Ende sehr schön rüberbringt. Also man muss echt sagen, die Verfilmung ist top. Ich mag den Humor in dem Buch, der auch in der Verfilmung sehr gut rüberkommt. Ich finde auch, dass die Charaktere von der Tiefgründigkeit sehr gut gezeichnet sind. Man spürt auch einfach richtig toll so dieses Drüber der Nachbarschaft, was man ja aus dem Amerikanischen besonders kennt. Also wo die größte Beleuchtung, das bunteste, der größte Frosty, der geschmückteste Baum und so weiter. Also man kann sich das wirklich wunderbar vorstellen und es ist einfach Unterhaltung pur. Perfekt für die Vorweihnachtszeit und mir hat das Buch großen Spaß gemacht. Das ist auch kein dickes Buch, das hat man auch wirklich recht schnell inhaliert, sage ich mal. Kann aber auch wirklich nur die Verfilmung empfehlen, die wirklich sehr gut gelungen ist und es macht wahrscheinlich schon mehr Sinn, das Buch eigentlich vorher zu lesen, bevor man sich den Film anschaut. Aber ich fand es jetzt andersrum auch gar nicht schlimm, weil ich einfach mal wissen wollte, was hat John Grisham hier gezaubert. Es hat natürlich Spannung, es hat Humor, es hat sehr drüber Szenen, die ich einfach sehr mochte und es hat auch einfach meinen Humor getroffen, ist aber gar nicht vergleichbar mit seinen anderen Büchern. Also was da ja oft an Recherche auch mit drin steckt, was an Geschichten auch oft nebenbei erzählt werden, wenn man an die Politthriller denkt, das hat man hier halt eben gar nicht. Aber ja, ein tolles Ende, eine tolle Geschichte, sehr viel Humor, hat mir sehr, sehr großen Spaß gemacht und ist definitiv ein Buch, was ich mir öfter mal zur Weihnachtszeit vorstellen könnte, es zu lesen. Vor Weihnachten durfte ich dann bei einer lieben Freundin ein Büchlein abholen, nämlich das neue von J.K. Rowling, Jacks wundersame Reise mit dem Weihnachtsschwein. Ich hatte erst überlegt, es vielleicht als Hörbuch zu hören, dann hatte sie es aber als doppeltes Geschenk sozusagen erhalten und ich habe es mir dann kurz vor Weihnachten auch abgeholt und habe es dann ja um Weihnachten und auch danach noch gelesen. Ich hatte, wie gesagt, gar nicht so richtig vor, ob ich es dieses Jahr lese. Mein Gedanke war tatsächlich eher, es zu hören, aber nun habe ich diese Geschichte gelesen und war natürlich sehr, sehr gespannt. Ja, wir treffen auf den Buchtitelgebenden Jack, der in seiner Kindheit eben ein Weihnachtsschwein geschenkt bekommt, mit dem er alles erlebt. Vom Urlaub über den Schulanfang, über den Umzug, er buddelt es in den Sand ein, er hat es überall dabei, er geht nicht ohne weg. Es gibt dann einige Veränderungen in seiner Familie, in seinem Leben und dann verliert er auch noch sein geliebtes Kuscheltier. Um dieses dann eben wiederzufinden, muss er ins Land der Verlorenen. Das ist ein magischer Ort voller merkwürdiger Wesen und auch Überraschungen, die ihm hier widerfahren. Es warten dort aber auch viele Gefahren auf Jack und er muss einige Entscheidungen treffen, die sein Leben dann eben auch grundlegend verändern können. Eine Geschichte, die absolut für Kinder ist. Also man merkt hier schon, dass wir einen sehr einfachen Schreibstil haben, einen sehr kindlichen, einen leicht verständlichen. Also man spürt hier schon, dass J.K. Rowling eher an junge Kinder gedacht hat, die vielleicht auch das Buch als erstes Mal irgendwie selbst lesen oder sogar noch vorgelesen bekommen. Was mir sehr, sehr gefehlt hat, ist die Magie von J.K. Rowling. Jetzt habe ich ja parallel auch Harry Potter gehört und da war schon auch beim ersten Buch eine gewisse Magie zu spüren und die fehlte mir hier total. Also ich hatte zu keinster Weise irgendwie das Gefühl, einen Rowling in der Hand zu halten, sondern es hätte auch von jedem anderen irgendwie hätte sein können. Und das finde ich tatsächlich schade. Also, dass man so ein bisschen diese typische Handschrift mit diesen besonderen Charakteren, Lebewesen, mit ja dieser besonderen Magie,
dass das nicht so richtig spürbar war. Es ist eine super schöne Kindergeschichte. Sie bespricht auch einige Themen, die sehr gut sind, die man sich vorstellen kann, dass die in dem Kinderleben auch eine Rolle spielen. Sie ist nicht zu tiefgründig. Das würde ich tatsächlich positiv sehen, weil ich glaube, dass man in einem Kinderbuch auch sehr schnell bei einem Thema anfängt, zu tiefgründig zu werden, zu tief zu gehen und dann vielleicht auch die Kinder, die das lesen, irgendwie zu erschüttern, zu erschrecken oder wie auch immer. Das möchte die Geschichte nicht. Ich konnte mich sehr gut in Jack hineinversetzen, was das Kuscheltier angeht. Ich glaube auch, dass das bei vielen Kindern absolut ein Thema ist und nachvollziehbar ist, dass man eben dieses eine Kuscheltier hat, was überall mit hingeht, wo man wirklich weint, wenn es dreckig ist und in die Waschmaschine muss, wenn mal ein Arm abfällt oder ein Ohr. Also ich kann das absolut verstehen. Was mir nicht gefallen hat, ist, dass wir hier immer die Namensabkürzung hatten, nämlich das Schwein. War es das Schwein? Ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher. Und dann wurde es nur noch DS genannt. Und ich fand das ja zu Beginn mal ganz so lustig und dachte, okay, es muss ja irgendwie schnell gehen. Aber wenn man das dann auf der Seite irgendwie 10-mal liest, DS, 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 ich fand das sehr nervig, ich fand das sehr anstrengend und dachte auch eigentlich nur, warum? Also natürlich ist es aufwendiger, ständig das Schwein zu schreiben oder, ne, oder Namen zu schreiben. Aber sollte ich dann nicht eigentlich eher darüber nachdenken, ob ich immer es benenne? Also eher so drumherum schreibe, um eben nicht immer zu sagen, Check machte, Check tat, Check und das DS. DS lag hier, DS war da zu finden, DS war rot, DS war pink. Also versteht ihr, wie ich das meine? Also das fällt mir bei anderen Geschichten, ist mir das nicht so aufgefallen oder bisher habe ich das, glaube ich, noch nie nirgendwo bemeckert, dass irgendwie mir ein Name zu häufig geschrieben wurde. Das gibt es, keine Frage, aber so nervig wie hier habe ich das noch nie irgendwie erlebt. Zudem war es auch kein sehr bildhafter Stil, wie ich fand. Es war schon eher auch sehr sachlich, was mich bei einem Kinder- und auch gerade Weihnachtsbuch doch ein bisschen gewundert hat. Es kann aber natürlich sein, dass das bei Kindern anders ankommt. Das vermag ich jetzt nicht nachzuvollziehen. Es ist ja gefühlt auch schon 30 Jahre her, dass ich ein Kind war. Bei anderen Kinderbüchern funktioniert es. Also es gibt ja auch, zum Beispiel wenn ich an The Haunting of Evelyn Jones im letzten Jahr denke, was für mich ein Jahreshighlight war, was ja auch ein Kinderbuch ist, wo ich sage, das konnte mich absolut abholen. Das hat irgendwie ja das Weihnachtsschwein hier nicht so ganz geschafft. Was sehr schön gestaltet ist, sind die Illustrationen. Die fand ich richtig schön, die fand ich toll gemacht. Die lockern auch das Buch und damit auch die Geschichte wunderbar auf und ist, glaube ich, perfekt auch einfach für die Zielgruppe. Es ist ein gutes Buch, was vielleicht für Kinder besser funktioniert als für mich, war aber für mich jetzt nicht irgendwie ein Highlight oder eine packende Kinder-Weihnachtsgeschichte, wie ich es vielleicht hinter der Autorin erwartet hätte. Nichtsdestotrotz hat es mir schon gut gefallen mit der einen oder anderen Kritik, wäre jetzt aber kein Reread für jedes Jahr oder ja, es gibt glaube ich definitiv Kinderbücher, auch wenn ich an Himmeldonnerglöckchen denke, von Jasmin Zipperling an die beiden Bücher, die haben mich so begeistert, so gefesselt, so mitgenommen. Also da würde ich wirklich immer eher diese Bücher empfehlen als Jack und die Reise mit seinem Weihnachtsschwein. Ja, was ein bisschen schade ist, weil man natürlich hinter J.K. Rowling irgendwas erwartet, aber ja, manchmal können eben nicht alle Erwartungen erfüllt werden. Ganz anders dann dafür Harry Potter und die Heiligtümer des Todes, was definitiv immer ein Highlight ist. Für mich ist Harry Potter eine Reihe, die ich liebe, bei der ich mich zu Hause und angekommen fühle. Und ich habe diese Reihe ja begonnen im März, wo es mir nicht so gut ging und habe da ja auch zwei Teile dann gehört, habe dann auch immer hintereinander auch ein bisschen die Filme mit angeschaut. Das habe ich auch in diesem Fall gemacht. Und jetzt habe ich die Reihe auch beendet, wieder gelesen von Rufus Beck. Und ich mag auch wirklich einfach das Vorlesen. Beim nächsten Mal nehme ich mir vor, sie in Englisch zu lesen oder auch mal zu hören. Ich glaube, dass das tatsächlich auch sehr gut funktionieren kann. Und ich muss einfach sagen, ich finde nach wie vor wirklich Hammer, wie J.K. Rowling hier die Geschichte beendet, wie sie diesen letzten Teil gestaltet, wie ruhig und eindrücklich so der Anfang noch ist, wie spannend es dann wirklich ab der Mitte wird und was für ein grandioses Ende sie auch einfach geschrieben hat. Und da im Vergleich, wer dann die Filme kennt, muss ich echt sagen, ich finde das Filmende überhaupt nicht gut. Ich meine jetzt nicht diesen Zeitsprung, den es irgendwie gibt, der ist ja doch sehr gleich, sondern eher wie es für das Trio irgendwie endet. Allein
das mit dem Zauberstab, das finde ich im Buch so grandios gelöst und finde das Ende einfach bombastisch und sitze wirklich tränenüberströmt da und bin total fertig. Und ich vergieße sehr viele Tränen in diesem Buch. Das beginnt schon bei der Flucht und aller möglichen Dinge, die wir irgendwie verlieren. Ja, also ich liebe die Buchreihe. Es gibt für mich keinen Band, der irgendwie besonderer ist, schöner ist. Für mich ist das wirklich eine Geschichte, die großartig ist und ja, die mich einfach immer wieder begleiten kann und ich begeistert bin. Und ich habe dann eben auch ja, über Weihnachten die beiden Filme mir angeschaut und ja, auch die sind gut, auch die sind toll. Man merkt aber so ab Band 3, 4 oder ab Film 3 und 4, wie viel einfach fehlt. Und ich finde es tatsächlich gut, dass man den siebten Teil gesplittet hat. Und auch wie man ihn gesplittet hat, finde ich tatsächlich sehr gut. Aber wie gesagt, es gibt so drei, vier Dinge, Änderungen. Ach, da sitze ich so da und denke mir nur, warum? Es gibt so eine grandiose Vorlage als Buch. Warum müsst ihr da so euer eigenes Ding draus machen? Also, ha, ja. Aber jetzt gibt es ja auch das 20-jährige Feier-Interview-Dokumentation. Da freue ich mich auf jeden Fall auch noch. Vielleicht komme ich da im Januar noch dazu, mir das irgendwie anzugucken. Ja, da muss ich natürlich als Potterhead absolut ja, auch mal reinschauen. Und dann kommen wir zum ersten Buch ja, des Jahres 2022. Und zwar das Antiquariat der Träume von Lars Simon. Habe ich, ja, ich glaube noch so ganz knapp am 30. begonnen, bin an Silvester gar nicht groß zum Lesen gekommen, habe nämlich dann noch Harry Potter beendet und habe dann ja das sozusagen als erstes Buch am Wochenende dann auch beendet. Habe es bei der Rache des Sub im Oktober wieder entdeckt, also mir wieder in Erinnerung gebracht und dachte jetzt einfach, das liest du. Ich nehme mir sowieso jetzt ein bisschen vor, wirklich auch auf die Rachebücher mehr einzugehen, damit ich sie vom Sub befreie, dass ich möglichst wenig irgendwie so lange mit mir rumschleppe. Und wenn ich eben reinlese und auch merke, das wäre nichts, dann ist es zumindest irgendwie vom Sub befreit. Ja, wir sind hier im Jahr 1983, meinem Geburtsjahr, und wir treffen Johann und sind bei einem Schiffsunglück dabei. Er verliert dort seine große Liebe Lina. Er bricht dann alle Verbindungen ab und zieht von Stockholm in eher ein ländliches Gebiet und eröffnet dort ein Antiquariat und auch ein Buchcafé, wo es eben verschiedenste Getränke, Kuchen, Torten gibt, die irgendwas eben mit der Literatur zu tun haben. Unterstützung erhält er von der Schwester des Pfarrers, von Agnes, die auch so ein bisschen ein schwieriges Leben hat, aber beide ganz gut zusammenarbeiten können, da auch so ein bisschen Draht zueinander haben. Und ja, Johann lässt es aber nicht los, was auf dem Schiff passiert ist, was bei dem Unglück geschehen ist und dass die Lina, seine große Liebe, da eben irgendwie verloren gegangen ist oder gar gestorben ist. Er ist im Jetzt, also wir haben einen Rückblick auf 1983 und eben auch auf ein scheinbares Jetzt. Und auch im Jetzt sucht er eben immer noch nach Lina, sucht nach Verbindungen, die er irgendwie herleiten kann und fängt dann eben an, ja, irgendwann mit den Lieblingscharakteren aus Büchern zu sprechen. Also da steht dann auf einmal der Graf von Baskerville, steht Sherlock Holmes hier und allerlei andere, ja, wunderbare Charaktere, die wir kennen und die geben oder stehen mit Rat und Tat sozusagen zur Seite. Und da ihn das mit Lina nicht loslässt, begleiten wir ihn da eben auch auf die Suche in der Vergangenheit und eben nach seiner großen Liebe. Es ist, wie ich finde, das perfekte Wohlfühlbuch für alle Buchliebhaber. Das muss man ganz klar sagen. Es ist einfach toll inszeniert, wie Johann hier mit den Buchcharakteren spricht, wie die in den Dialog gehen, wie das andere wahrnehmen. Und ich möchte mich gar nicht freinehmen, dass ich auch ab und an mit mir selbst spreche, aber zu behaupten, ich spreche mit Sherlock Holmes, das ist dann noch viel cooler. Ja, aber es ist wirklich nicht lächerlich oder humorvoll irgendwie gestaltet, sondern man hat wirklich den Eindruck, dass das Johann voranbringt, dass das einen Sinn hat und das erfahren wir hier auch. Zudem ist die Atmosphäre in dem Buch sehr gemütlich. Es ist auch manchmal so ein bisschen altmodisch, romantisch gehalten und die Charaktere, die wir kennenlernen, sind sehr sympathisch und wachsen einen auch ans Herz. Egal, ob das Johann ist, ob das die Freunde irgendwie um ihn herum sind, ob das Agnes ist, ob das natürlich auch die Leute sind, die man so nebenbei ein bisschen kennenlernt. Man
gemerkt, dass Lars Simon als Autor darauf geachtet hat, dass die Charaktere wirklich greifbar sind, lebendig sind, real sind. Und mit seinem flüssigen, sehr lockeren und leichten Schreibstil macht er es einem wirklich sehr leicht, durch diese Geschichte zu fliegen. Es ist sehr bildhaft. Wir haben das Antiquariat vor Augen, das Schiff, das Unglück. Es ist wirklich wunderbar erzählt, sodass hier wirklich auch ein Film im Kopf abläuft. Man sieht die Charaktere förmlich vor sich, auch die Buchcharaktere, wie toll sie beschrieben werden. Und es ist schon manchmal auch ein bisschen förmlich, muss man sagen, wenn mit den Charakteren gesprochen wird. Aber ich fand es schön, wie unterschiedlich auch diese Charaktere gesprochen haben. Also, weil ich rede ja auch anders als, keine Ahnung, als Anka oder als Becky. Und das Schöne ist dann eben, dass man das hier bei den Büchern sozusagen auch erlebt, in den Dialogen, dass die eben anders mit Johann sprechen. Tiefgründigkeit war an mancher Stelle spürbar und da, ich hätte es mir bei Johann aber an einigen Stellen doch ein bisschen tiefer gewünscht, dass wir da noch ein bisschen mehr sozusagen aus seinen Gedanken und Gefühlen erfahren. Die Geschichte hat mich sehr gut unterhalten, besonders die Bezüge zu den Büchern und zu den Charakteren, das fand ich richtig toll und man konnte das eben zu Teilen ja auch einfach nachvollziehen, weil man es kennt. Also weil man natürlich die Bücher kennt, die Buchcharaktere kennt und da auch einfach so ja ein bisschen mitgehen konnte. Es hat dadurch eben auch etwas Besonderes erhalten. Ich habe mich zudem so bei Lars Simon hinten auch nochmal ein bisschen erkundigt. Ich habe hinten im Buch gesehen, dass es eine Reihe von ihm gibt, eine magische Trilogie, entschuldigt, um einen Zauberlehrling und seinen sprechenden Mops, nämlich Lennart Malmquist und der ziemlich seltsame Mops des Bury-Bolmen. Ja, ich glaube, so heißt es. Und ich habe mir da den ersten Teil jetzt auch bei Tauschticket ertauscht, weil mich das tatsächlich sehr angesprochen hat. Ich habe da mal den Klappentext angeschaut. Ich glaube, man kann das hier ganz gut sehen mit der Reihe. Das ist dann eher ein Kinder-Jugendbuch und bin ich sehr gespannt, freue ich mich. Also mich hat Lars Simon begeistern können, auch was das Sprachliche angeht und glaube, dass das wirklich bei so einer Kinder-Jugendbuchebene vielleicht sogar noch eine Spur besser funktioniert als hier und vielleicht habe ich dann bei dem Kinder-Jugendbuch gar nichts zu meckern und ja, wobei das ist eine absolute Empfehlung, hat mir sehr gut gefallen mit den ein, zwei Kleinigkeiten, die es jetzt nicht zu einem Highlight irgendwie hat werden lassen. Und damit sind wir auch schon mit den Büchern durch. Ich habe noch einiges an Filmen und Serien geschaut. Angefangen mit Tatsächlich Liebe auf Amazon Prime. Ja, ich habe diesen Film, der irgendwie seit 2003, also fast 20 Jahre alt ist, noch nie zuvor gesehen. Ich kann nicht sagen, warum oder weshalb oder wie das geschehen konnte. Ich weiß, dass es viele jedes Jahr zur Weihnachtszeit sich anschauen, dass viele schwärmen und ich jetzt absolut verstehen kann, warum. Mir hat dieser Film sehr, sehr gut gefallen. Es ist ja ein Episodenfilm, der eben kleine Liebesgeschichten erzählt, die eben irgendwie auch miteinander zu tun haben, wo die Charaktere irgendwie miteinander verflochten sind. Und es gibt eben diese kleinen Szenen, es gibt diese kleinen Episoden, die einfach wunderschön sind, die romantisch sind, schnulzig sind, kitschig sind, drüber sind, aber so, so viel Spaß machen. Und mir hat dieser Film unglaublich gut gefallen und es war nicht das letzte Mal, dass ich mir den angeguckt habe und ich hatte da wirklich große, große Freude dran. Dann lief auf Netflix oder läuft auf Netflix die zweite Staffel von Emily in Paris. Ich mochte die erste Staffel sehr gerne, die von der Amerikanerin Emily eben erzählt, die nach Paris geschickt wird und dort so ein bisschen als naive Amerikanerin auch ankommt und in der Mode tätig ist und oder eine PR-Agentur irgendwie ist, Werbung macht. Und ja, dort dann eben auch in so private Verwicklungen hineinkommt, so ein Dreierbeziehungsding sich irgendwie aufmacht. Und ja, ich mochte mit Abstrichen die erste Staffel ganz gerne. Ich fand dieses überzeichnete Bild der dummen, naiven Amerikanerin ein bisschen schwierig. Das, ja, und ich fand aber die Franzosen zum Teil schon ganz humorvoll dargestellt, aber halt auch so ein bisschen drüber. Ich fand die zweite Staffel jetzt tatsächlich ganz in Ordnung. Mir hat die erste definitiv besser gefallen. Was mich hier ein bisschen gestört hat, wie gesteuert Emily ist von anderen. Also wir,
denken ja, wenn wir sie erleben, sie ist eine taffe, selbstbewusste, tolle junge Frau, die so ihr Ding macht, auch in Paris macht. Und dann lässt sie sich aber ständig von Männern und Freundinnen und ja, von der Chefin, okay, da würde ich vielleicht noch irgendwo nachvollziehen, dass man sich da steuern lässt. Aber alleine, wie sie ihren Fokus umlegt, je nachdem, wie das mit welchem Mann irgendwie, wo, was und warum. Und das fand ich ein bisschen anstrengend. Also nicht nur, weil ich jetzt sage, ich bin anders, sondern auch, weil uns auf der einen Seite diese Frau ganz anders gezeichnet wird, dargestellt wird und sie dann aber ganz merkwürdige Entscheidungen trifft und uns zwar noch vermittelt wird, wie das dahin kommt zu dieser Entscheidung. Ich mich aber frage, würde die, die wir vor 10 Minuten gerade noch erlebt haben, wirklich so entscheiden? Also es ist nicht immer alles ja konstant und ja, das gefiel mir an mancher Stelle nicht. Zudem bin ich auch einfach kein Freund von so Dreier-Liebesgeschichten und diesem ständigen Hin und Her, Hin und Her. Und das fand ich hier ein bisschen anstrengend. Es gab aber auch wunderbare Nebencharaktere und man ist natürlich in Paris und hat da auch wunderbare Bilder zu und bekommt da auch einfach Lust, direkt mal hinzureisen. Bedingt empfehlenswert. Ich weiß gar nicht, ob noch eine dritte Staffel geplant ist. Zumindest hat das Ende das so ein bisschen ja angeläutet. Man muss sich auch damit abfinden, dass Lily Collins, die die Emily spielt, in der zweiten Staffel eine andere Stimme hat. Das fand ich unfassbar gewöhnungsbedürftig. Vor allem, wenn es dann Rückblicke gab und man die scheinbar nicht neu synchronisiert hatte. Das hat in meinem Kopf irgendwie nicht funktioniert. Und ja, das ist natürlich bei Synchronisationen immer Jammern auf hohem Niveau. Aber ja, dann ein erstes kleines Highlight, was ich so ganz kurz nach meinem Videorückblick auch angeschaut hatte. Und zwar der neue Film mit Leonardo DiCaprio, mit Meryl Streep, mit Jennifer Lawrence. Und zwar Don't Look Up. Ein Film, der, glaube ich, an Heiligabend direkt bei Netflix gestartet ist, der auch in den USA, glaube ich, schon im Dezember vereinzelt in Kinos war. Denn man möchte mit diesem Film auch irgendwie in die Oscar-Nominierung und dementsprechend muss sie dann eben auch in Kinos laufen. Wir haben hier eine satirische Weltuntergangsgeschichte und ich fand das großartig gemacht. Ich muss echt sagen, ich gehöre zu den Leuten und ich habe schon mitgekriegt, dass der Film durchaus die Gemüter spaltet. Ich gehöre zu den Leuten, die diesen Film absolut gefeiert haben und auch feiere. Jetzt wird es irgendwie ein bisschen dunkler. Ich hoffe, dass das trotzdem noch einigermaßen geht. Es geht hier im Grunde darum, dass wir zwei Charaktere haben, die irgendwo im Mittleren Westen unterwegs sind und dort einen Kometen-Asteroiden am Himmel finden. Und die Berechnungen ergeben, dass in etwas über 6 Monaten dieser Komet auf die Erde knallt. Und wenn das passiert, der Komet-Asteroid ist irgendwie 10 Kilometer im Durchmesser, wenn ich mich nicht irre, dann ist das im Grunde das Ende des Planeten. Und die beiden ja, sind eben auf dem Weg, versuchen es allen möglichen Leuten zu erklären, landen dann auch noch bei der Präsidentin der USA, grandios gespielt von Meryl Streep. Also wie sie eine Drübershow sozusagen von Trump macht, einfach, ach, die Frau kann das einfach. Und sie landet dann dort und dann werden aus 100% Wahrscheinlichkeit erstmal 80 oder 70 oder überhaupt oder bildet ihr euch das nicht nur ein und dann ist es eben so weit, dass sie auch an die Medien gehen und dann, ja, nimmt das natürlich so seine eigene Dynamik auf, wie sich Menschen verändern, wie Ansichten geteilt werden, wie man versucht irgendwie was noch zu finden, was man dagegen tun kann, wie dann eben auch die Wirtschaft eingreift und dann eben auch große, ja, oder verschiedene einzelne große Menschen, die der Meinung sind, sie könnten hier irgendwas beisteuern, weil vielleicht hat dieser Asteroid irgendwas, was die menschliche Bevölkerung vielleicht noch braucht. Und ich fand es großartig. Es ist bitterböse Satire. Es muss einem absolut klar sein, dass man das nicht alles so ernst nehmen muss. Wobei, wenn man darüber nachdenkt, dann ist das wahrscheinlich genauso. Also ich kann es mir perfekt vorstellen, dass vieles genauso ablaufen würde und dann ist das gar nicht mehr so lustig, dann bleibt einem der Lacher nämlich eigentlich im Hals stecken, muss man wirklich sagen. Die Geschichte ist vor der Pandemie geschrieben und zeigt eigentlich, wie die Menschen mit der Klimakrise umgehen, die ja definitiv besteht. Und das sieht man auch, dass es nicht um die Pandemie geht, sondern eigentlich um das Klima, weil die Reaktionen von Politik und den Journalisten schon eher so ist, wie man es in den USA zum Beispiel auch eigentlich schon so erlebt hat. Also gerade wenn man an Trump denkt, wie der sich hinstellt und sagt, wenn ich nichts messe an Erdgraderwärmung, dann habe ich auch keine Klimakatastrophe. Ich meine, das, ne, so ähnlich hat man es im Grunde hier auch. Und es sind überzeichnete Charaktere. Ich fand es super unterhaltend. Ich fand es erschreckend echt und mochte diesen
wirklich dunklen, schwarzen, bitterbösen Humor sehr, sehr, sehr gerne. Und man muss sich, glaube ich, einfach drauf einlassen. Mein Mitfilmschauer war nicht so angetan. Ich habe dann auch 3-4 Mal gemeint, du, das war jetzt lustig, wir können beide lachen. Ich fand es definitiv lustiger. Und was soll ich sagen? Man kann auch immer mal den Hinweis geben, dass man lachen kann. Ich mochte den Film. Für mich wirklich ein Highlight auf Netflix, der mir großen Spaß gemacht hat und definitiv auch nicht zum letzten Mal geschaut wurde. Dann war ich auf Disney Plus unterwegs und habe Encanto geschaut. Das ist der ganz neue Disney-Film, der jetzt auch erst, ich glaube, im Dezember in die Kinos gekommen ist. Und man konnte ihn dann ab Heiligabend oder so kurz danach auch schon ohne Aufpreis streamen. Und da habe ich mich sehr darüber gefreut, ihn anschauen zu können. Und es wird am 20. Januar einen Hangout mit der lieben Becky geben zum Thema Disney. Und ich denke, da werden wir auch über den neuesten Film ein bisschen sprechen. Ich glaube, er lief Dezember, November irgendwie schon in den Kinos. Und ich habe mich sehr gefreut, dass er jetzt eben auch zum Streamen war. Und es geht um die Familie Madrigal, die in den Bergen von Kolumbien lebt. Und jedes Kind hat ab einem gewissen Alter eine Magie, was durch eine Tür eröffnet wird. Außer Mirabelle, unsere Protagonistin. Und irgendwann gibt es eben eine Bedrohung dieser Wunder, dieser Magie. Und es braucht eben ein noch viel größeres Wunder, um die Magie der Familie dann auch zu schützen. Er ist bunt, er ist lebendig und er hat eine großartige Filmmusik. Muss ich ganz klar sagen. Der Film gehört definitiv zu den schöneren Filmen von Disney oder zu den schönsten Filmen von Disney. Ich kann da ja kein Ranking abgeben. Aber ich würde sagen, so nach den Top 5 reiht er sich mit vielen anderen vielleicht auf Top 6 irgendwie ein. Mir hat vor allem der Soundtrack gefallen. Ich fand das richtig toll. Es hat südamerikanische Klänge. Es ist wirklich irgendwie locker, flocker zum Tanzen. Zudem hat es wirklich bunte Bilder. Es ist lebendig, es ist bildhaft, es spricht wirklich so über die Bilder mit uns und es war richtig schön zum Eintauchen, zum Wegtauchen, zum trüben Wetter draußen einfach zu sagen, ich gucke mir diesen bunten Film an, zu dem wirklich total sympathische Charaktere, wunderbar gezeichnet und auch wirklich von der Geschichte super, super schön. Und mir hat der Film super viel Spaß gemacht. Also wer Disney Plus hat, kann den Film sich schon anschauen. Vielleicht läuft er auch noch in den ein oder anderen Kinos. Ich fand ihn wirklich richtig, richtig toll und freue mich auch mit Becky dann am 20. darüber zu schwärmen. Und bin da sehr gespannt, wie das ausarten wird mit Disney. Ja, das war's jetzt mit Büchern, Serien, Filmen. Ich habe noch etwas Neues hier neben mir liegen. Ich habe ihn euch vorhin schon gezeigt, das zum Thema Disney Influence durch Becky. Und zwar habe ich von der lieben Becky zu Weihnachten diesen tollen Donald Duck geschenkt bekommen, einen der Nuimos, wo sie ja auch selbst einen Instagram-Account jetzt mittlerweile hat, wo sie die Nuimos dann auch in Szene setzt. Ich packe das natürlich auch unten in die Infobox, da hat sie ja im letzten Hangout schon geschwärmt. Und sie hat mir diesen wunderbaren Donald geschenkt, den ich super knuffig finde. Und ich habe ihn natürlich schon umgezogen, sie hat mir direkt auch so eine süße Kleidung mitgekauft. Ein bisschen schade ist, dass, glaube ich, seine Mütze nicht abgeht, aber das finde ich auch gar nicht so schlimm. Ich finde ihn super süß. Also er steht jetzt auch in meinem Bücherregal und er wird jetzt auch das ein oder andere Bild auf jeden Fall verschönern. Und ich habe beim Disney Sale zugeschlagen und die Sachen sind jetzt auch gestern angekommen. Und zwar habe ich mir einmal ein wunderbares Set bestellt mit Hose, Shirt und einem Stitch-Rucksack. Also das ist ein klitzekleiner Rucksack. Also wenn man wirklich sieht, wie groß das ist, einfach nur großartig. Und und dann habe ich mir noch einen coolen Anzug gekauft, den ich auf Bildern von Becky auch schon gesehen habe. Ich weiß gar nicht, wer ihn da irgendwie anhatte. Ich glaube, Chep und Chepper oder so, ich bin mir gerade gar nicht sicher. Und der ist so aus Samt und es werden definitiv noch Nuimos bei mir einziehen. Ich möchte auf jeden Fall auch noch einen weiblichen Charakter, einfach um auch mal das ein oder andere Kleid zu bestellen. Ich liebe Äuglauer zum Beispiel auch mit Winnie the Pooh. Bei Becky habe ich jetzt gesehen, dass es Belle gibt. Zwar noch nicht in Europa, soweit ich das mitgekriegt habe, aber vielleicht kommt die irgendwann. Oder tatsächlich Ariel, wo ich jetzt mitbekommen habe, dass man ihre Schwanzflosse sozusagen auch abnehmen kann und sie dann auch normal anziehen kann, aber ich finde ich super süß. Also da bin ich Becky echt super dankbar, dass sie mich damit jetzt angefixt hat. Nach der Funko-Sucht kommt jetzt die Nuimos. Ich glaube nicht, dass ich da eine komplette Sammlung irgendwie draus mache, aber so 2-3 kommen da auf jeden Fall noch dazu und er ist doch einfach, ist er nicht bezaubernd. Disney influenced dank der lieben Becky und ich glaube, dann wird es auch einfach Zeit, dass wir uns auf dem
in dem Hangout dann auch einfach über Disney und Filme und so weiter dann auch einfach aussprechen. Und ja, da habe ich jetzt im Urlaub auf jeden Fall noch den ein oder anderen Film auf der Watchlist, den ich dann super gerne mir auch anschauen möchte. Und ja, das war es jetzt nach der ersten Woche im neuen Jahr zu den letzten beiden Wochen des Jahres. Erzählt mir doch gerne, was euer letztes Buch in 2021 war und oder auch, was das erste Buch in diesem Jahr war. Schreibt mir das gerne in die Kommentare, würde ich mich sehr, sehr freuen. Alle Infos unten in der Infobox, schaut da auch gerne mal vorbei. Und ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende und dann bis zum nächsten Video. Macht's gut, tschüss, eure Steffi.